Bella steht hier bei mir. Schön, dass Sie da sind. Ja, es geht wieder los, es wird wieder geboxt, aber heute zum Auftakt sind wir nochmal zu einem ganz anderen Ereignis hier, zu den Hessenmeisterschaften. Ja, wie stellen Sie sich den Abend vor? Freuen Sie sich? Ja, ich hoffe, dass wir gute Kämpfe sehen und dass ich ja auch ich noch in meinem hohen Alter was lernen kann. Ja, Sie kennen ja jetzt schon die neue Mannschaft bzw. die Mannschaften. Wollen Sie da schon ein bisschen was verraten? Was haben Sie so für ein Gefühl für die Saison? Na, ich glaube, dass wir da ganz weit nach vorne kommen und ich denke, ja, wir haben gute Jungs zusammen gekauft. Und ich meine schön, dass wir ganz weit nach vorne kommen. Gut, dann freuen wir uns auf einen schönen Abend. Dankeschön. Ja, der Max Keller steht jetzt bei mir, der sogenannte Held des Aufstiegs. Du hast es eben nochmal revidiert, hast es schön umschrieben, dass es die Mannschaft war. Ich denke mal, ihr habt es euch nochmal richtig gut gehen lassen nach dem Aufstieg. Und jetzt geht's wieder los. Wir haben ja gerade die neue Mannschaft kennengelernt. Du bist dabei bei der zweiten Mannschaft. Wie schätzt du die Mannschaft ein? Ja, die Mannschaft ist eine Nachwuchsmannschaft, noch alle ziemlich jung, aber alle haben sehr starkes Potenzial und ich denke, wir werden auch mit der Mannschaft gut was reißen in der Liga. Ja, das wäre jetzt genau meine nächste Frage gewesen. Welche Ziele habt ihr? Wie groß ist die Motivation, wenn es da auch noch eine erste Mannschaft gibt? Ja, also es geht natürlich, jeder für sich will erstmal seine Leistung bringen, aber als Mannschaft wollen wir halt auch zeigen, dass Hanau an Platz 1 gehört und wir kämpfen halt dafür, ganz oben an der Spitze zu stehen während der Saison. Ja, wie lässt sich denn dieser intensive Boxsport mit dem Studium verbinden? Ich habe gerade gehört, Psychologie studierst du, das läuft aber trotzdem. Ja, man kann das Studium sich auch ein bisschen aufteilen, also man kann die Semesterzahl verändern, kann gucken, wann man die Hausarbeiten schreibt, welche Klausuren, man kann welche schieben und halt direkt schreiben und das passt schon alles. Also natürlich stressig, aber es klappt. Schon unterwegs, da ist er auch schon, Hafid Bucci. Ja, herzlichen Glückwunsch erstmal, super Kampf, bist wahrscheinlich zufrieden, oder? Ja, geht so, war schon okay. Also ganz zufrieden bin ich nicht, aber war okay. War ja nicht dein erster großer Titel, aber ich denke, so ein Pokal macht sich immer ganz gut im Schrank wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, der kommt jetzt auch in meinen Schrank, da sind schon einige, jetzt kommt halt einer dazu.